Von Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss schon sagen, die Kollegen von der Union debattieren irgendwie am Thema vorbei. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Sie konkret auf den Antrag eingegangen sind, den wir hier heute beraten. Es geht doch darum, dass die Kommunen Wahlfreiheit bekommen, dass also Rechtssicherheit die Wahlfreiheit ermöglicht. Und das ist doch genau das, was Sie wollen, nämlich Wettbewerb. Also ich verstehe nicht, was Sie hier für Gebärden von sich geben, die überhaupt nichts mit der konkreten Fragestellung zu tun haben, was in dem Antrag steht. In den 90er Jahren haben wir ja eine große Privatisierungswelle erlebt bei den Verteilnetzen. Und seitdem ist vielen Menschen bewusst geworden, dass nicht jede Privatisierung automatisch sinnvoll ist. Denn klar, für die Privaten zählt vor allem die Rendite. Und ob die Privaten dann automatisch immer genug dafür tun, dass die Stromnetze auch langfristig fit bleiben für eine Energieversorgung der Zukunft, das kann man zumindest bezweifeln. Viele Bürgerinnen und Bürger wollen die Netze lieber wieder in ihrer Kommune, in kommunaler Hand sehen, denn sie vertrauen den Konzernen nicht, die an zahlreichen Netzen beteiligt sind. Bei den Verteilnetzen für die Stromversorgung, die wieder im kommunalen Besitz sind, haben sie zudem den Vorteil, dass die Rendite eben nicht an die großen Konzerne abfließen, sondern, Herr Barreis, Sie können ja eine Frage stellen. Okay, dann nicht. Also die Renditen, die nicht an die großen Konzerne abfließen, sondern bei der Kommune bleiben, können damit zur regionalen Wertschöpfung beitragen. Auch im Hinblick auf die regional sehr unterschiedlich hohen Netzentgelte wäre das aus meiner Sicht für die Akzeptanz der Menschen wichtig. So bliebe dann zumindest ein Teil des Geldes vor Ort. Außerdem bietet ein Stromnetz in kommunaler Hand bessere Möglichkeiten, auch abgestimmte, integrierte Konzepte umzusetzen, also eine Verknüpfung von Stromerzeugungsanlagen, Netzen und Speichern. Der Zeitpunkt, gerade jetzt Netze zu rekommunalisieren, könnte auch kaum besser sein. Wir haben ein historisch niedriges Zinsniveau und selbst eine hundertprozentige Fremdfinanzierung wäre innerhalb von einigen Jahrzehnten machbar, vielleicht sogar 20 Jahren. Manche gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, wir als Bürgerinnen und Bürger wollen die Netze selbst betreiben. In Berlin passiert das zum Beispiel. Ich sage Ihnen, ich finde das Engagement richtig und gut, denn die Demokratisierung der Energieversorgung, die Energiewende als großes Bürgerprojekt, hört für mich nicht bei den Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien auf. Bürgerenergiewende, das heißt für mich, Energieerzeugung, Effizienzprojekte und auch Netze können von Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam gestaltet und betrieben werden. So wird das dann nämlich auch was mit der Energiewende. Die Menschen in diesem Land, die wollen die Energiewende. Und für die Energiewende brauchen wir die richtigen Netzstrukturen und die richtigen Netzbetreiber. Wir haben in den letzten Monaten Zuschriften von Betreibern für erneuerbare Energienanlagen bekommen, die sich über eine Diskriminierung durch den Netzbetreiber beklagen. Eine dezentrale Energiewende braucht aber Netzbetreiber, die für die Energiewende arbeiten und nicht dagegen. Wir brauchen Netzbetreiber, die Probleme lösen und keine machen. Sehr geehrte Damen und Herren von der Bundesregierung, Herr Beckmeier, Sie werden ja gleich noch sprechen. Wenn ich mir das so anschaue, wie Sie die Energiewende organisieren, dann sehe ich ein Abwenden von den Akteuren, die in den letzten 30 Jahren die Treiber der Energiewende waren. Die Bundesregierung wendet sich ab von den Bürgerinnen und Bürgern, denn Energiewende heißt eben nicht nur, Atom- und Kohlestrom durch erneuerbare Energien und Energiesparen zu ersetzen, sondern auch eine Demokratisierung des Energieversorgungssystems insgesamt. Es geht darum, dass die Bürgerinnen und Bürger an einer Energieversorgung teilhaben und dass sie nicht nur bezahlen müssen. Was sie aber in den letzten Monaten veranstaltet haben, geht ganz klar in Richtung Energiewende der Konzerne. Sie führen eine Sonnensteuer ein, mit der sie den Eigenverbrauch von Bürgerinnen und Bürgern unattraktiv machen. Sie kündigen Ausschreibungen für erneuerbare Energien an, welche in der Regel die Genossenschaften und privaten Betreiber von Anlagen benachteiligt und größere Unternehmen bevorzugt. Und darum geht es ja jetzt hier in diesem Antrag. Die aktuell unklare Rechtslage hinsichtlich der Konzession bevorzugt vor allem eine Klientel, nämlich die Unternehmen. Frau Dr. Feldin, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von Herrn Barras. Ja, Frau Feldin, jetzt haben Sie mich doch noch mal herausgefordert mit den bösen Konzernen, die Sie angesprochen haben. Ist Ihnen bewusst, dass beispielsweise im Land Baden-Württemberg, wo beispielsweise die Grünen ja mitregieren,
dass dort oftmals bei Konzessionsvergaben die Stadtwerke der EnBW gegenübersteht. Und beide sind aber in kommunaler Hand. Sowohl die Stadtwerke sind in kommunaler Hand, als auch die EnBW ist mehrheitlich in kommunaler Hand und im Land Baden-Württemberg. Also insofern ist die Frage für Sie, welcher der beiden, dann, die dann mitbieten, ist dann aus Ihrer Sicht heraus moralisch besser in der Lage, dieses... Ja doch, aber aus Ihrer Sicht, Sie machen ja daraus eine Morale, Sie machen es zu einer moralischen Frage, wer der Bessere ist für die Konzessionsabgabe oder für Konzessionsvergabe. Insofern hätte ich gerne mal von Ihnen gewusst, wer der beiden ist für Ihrer Sicht besser geeignet, das Netz zu betreiben. Herr Barreis, dann haben Sie mir nicht zugehört. Es tut mir leid, aber es geht nicht darum, dass ich eine Meinung dazu habe, wer die besseren Betreiber sind, sondern ich habe gesagt, dass wir die Rechtssicherheit herstellen müssen, die im Augenblick nicht gegeben ist, damit die Kommunen die Wahlfreiheit haben, sich dafür zu entscheiden, die Netze selbst zu betreiben oder eben, dass auch an Bürgergenossenschaften und so weiter gehen kann. Diese Rechtssicherheit muss hergestellt werden. Das ist das, was wir im Antrag hier gerade vorliegen haben und diskutieren. Und diese Wahlfreiheit müssen wir ermöglichen, indem im Energiewirtschaftsgesetz das entsprechend geändert wird. Wir unterstützen den vorliegenden Antrag der Linken. Was uns da noch fehlt, ist so ein bisschen die Regelung zur Art und Weise der Übertragung der Anlagen an den Neukonzessionär und zur Ermittlung der Höhe der Entschädigung an den bisherigen Netzbetreiber. Außerdem ist der bisherige Netzbetreiber ja faktisch nicht verpflichtet, relevante Daten über das Netz und dessen Zustand der Kommune zur Verfügung zu stellen, sodass die Kommune oder andere interessierte zukünftige Netzbetreiber sich da kein qualifiziertes Bild über den Wert und die wirtschaftliche Perspektive des Netzes machen können. Im Ergebnis führt es dann dazu, dass praktisch alle Fälle, in denen Kommunen die Verträge mit dem bisherigen Netzbetreiber nicht verlängert haben, vor Gericht entschieden werden müssen. Bei vielen, gerade bei den kleinen Kommunen, bewirkt jetzt allein diese Rechtsunsicherheit, und darauf habe ich eben hingewiesen, Herr Barreis, dass sie sich doch wieder für den bisherigen Konzessionsnehmer entscheiden, aufgrund dieser Rechtsunsicherheit. Auch hier ist deswegen die Neuregelung dringend notwendig. Meine Damen und Herren, die Energiewende, sei es bei den erneuerbaren Energien, bei der Energieeffizienz oder bei den Netzen, geht nur zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern und nicht gegen sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Barbara Lanzinger von der CDU-CSU-Fraktion.